Was mache ich? Gell, das braucht kein Wort. Gleichgewicht, Balance. Merkt ihr? Zwischen dieser Sägeplatte, zwischen mir und euch da zwischendrin, da ist nicht nichts. Merkt ihr, wie sich das übertragen auf eure Kundschaft, Familie? Das sind die Spiegelneuronen, die ins Spiel kommen. Und erst wenn ich das gefunden habe, dann nehme ich den Support, den ich zu Hause habe, weg, ziehe den Finger weg, mache die Haustür auf und komme zu euch da zum Kickoff. Wie war die Landung? Braucht kein Wort. Weich, sanft. Das ist auch so ein bisschen meine Vorstellung, wenn ich die Arbeit mache. Wenn ich das, was ich meine, möchte verkaufen, wenn ich vor Leuten herstande. Eben, dass ich ein bisschen bei mir bin. Im Gleichgewicht, Balance. Das, was ich vorhin gemacht habe mit dieser Sägeplatte, das ist übrigens die kürzeste Möglichkeit zu erklären, was Humor ist. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig für die Arbeit, die ihr macht. Verkauf, etwas wollen, anbieten, vorstellen. Humor. Am Anfang, wenn ich die Arbeit mache, bin ich nämlich immer ein bisschen aufgeregt. Kennt ihr auch? So ein bisschen nervös. Ich stand nicht ganz zu mir. Ich habe nicht so Boden unter den Füßen. Ich bin gerade ein bisschen. Wie der Ballon, ein bisschen angespannt, ein hoher Tonus. Manchmal vielleicht sogar so. Ein Platten noch. Kennt ihr auch, hä? Wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, ihr sagt den Ballon, würde ich identifizieren mit dem Ballon. Passiert körperlich etwas bei euch, wenn ich das mache? Wenn ihr euch vorstellt, sagt der Ballon? Ja. Was? Ja, es wird ein ruhiger Ding. Also, ich werde ein bisschen ruhiger. Ich werde die Schulter gehen für den Millimeter runter. Boah, ja, ich kann hier hocken, mit mir hier hocken. Ich sitze vielleicht ein bisschen mehr mit mir im Stuhl. Und gell, manchmal darf es dort, wo Leute zusammen sind, die zusammen eine Arbeit machen, vielleicht sogar auch ein bisschen so sein. Ihr seid rechte Kindsköpfe. Merkt ihr, für so eine Veränderung braucht es gar nicht so viel. Abschließend zum ersten Teil. Gell, wenn ihr das gut findet, toll findet für euch, so für Selbstfürsorge, hat genügend Ballon da, den ich bediene. Ich habe in meinem Sack, wenn ich unterwegs bin, immer so einen Ballon. Mega. Ich mache da vorne so einen Bibifax und alle Augenpaare von euch sind auf die Kleinigkeit gerichtet. Das hättet ihr auch gerne am Messestand, oder? Dass die Leute so da sind. Darf ich euch fragen, das Schlängli, wie habe ich es euch vorgeführt, wie habe ich es euch präsentiert, wie habe ich es gemacht? Was habt ihr beobachtet? Konzentriert. Was heisst das konzentriert? Ja, das sei einfach so konzentriert. Was meint man da damit konzentriert? Haben die Glaskugeln gesehen und mehr kommen? Haben die gemerkt, ich habe es gar nicht für euch gemacht? Sondern ich habe es ganz bei mir gemacht. Ich bin so ein Kindskopf. Ich finde das immer wieder mega. Ich finde das immer wieder lustig. Das gibt mir ein gutes Gefühl da im Bauch. Das zeigt sich dann auf meiner Gesichtsoberfläche. Und das ist genau das, was bei mir sein und das Strahlen auch, wo Beziehung schafft zum Kunden, zu euch. Jetzt mache ich es mal nicht für mich, nicht bei mir, sondern mache ich es mal für euch. Schaut mal, ich habe etwas mitgebracht, das ist mega, also das Schlängli, das möchte ich mal gerne vorführen. Schaut mal, so.
Merkst du den Unterschied? Jetzt ist es futsch. Möchtest du es gerne mitnehmen?